At Highland, we're all about celebrating little wins and little ways to innovate digital processes. There's no customer pain point too small for us to help with. Maybe that's why more than half of the Fortune 100 looks to Highland to connect their content and data, improve processes, and turn little efficiencies into big wins for their customers and clients. Highland, intelligent content solutions for innovators everywhere at highland.com. Der unerklärliche Podcast mit Mrs. Fröhlich und Mr. Fröhlich. Hallo ihr Lieben, willkommen zu einer neuen Folge. Schönen guten Tag, hallo. Du wolltest vorpreschen. Nein. Heute beschäftigen wir uns natürlich wieder mit einem unerklärlichen Thema. Nein. Und zwar... Wie kommst du noch auf so eine Idee? Ja, frage ich mich auch. Keine Ahnung, warum machen wir denn das hier überhaupt? Weil es Spaß macht. Aus Spaß, Lust. Freude. Und Tollerei. Nee, ja. Wie sagt man? Keine Ahnung. Na gut, auf jeden Fall, ja, ein neues unerklärliches Thema. Wir befinden uns diesmal hauptsächlich in Nordamerika. Darf ich ganz kurz dazwischen grätschen? Ja. Ich möchte nur noch mal den lieben Zuhörer daran erinnern. Diskutiert gerne mit uns mit. Auf Instagram und auf Facebook findet ihr uns einfach mit der unerklärliche Podcast auf allen möglichen Plattformen dieser Welt. Sind wir vertreten? Folgt uns, liked uns, teilt uns, seid mit uns, wie auch immer. Und möchtest du nicht, bevor du loslegst, gerne mal hier erwähnen, von wo das Thema hier kommt? Also ist ja jetzt nicht ja, ich mir das eigentlich auch vorgenommen. Und ich zwar schon sagen, haben wir jetzt, oder habe ich jetzt mir ein Thema rausgesucht, was eine Zuhörerin mal vorgeschlagen hat. Und ich habe mich damit, genau, liebe Grüße, du weißt, wer gemeint ist. Du weißt, wer du bist. Ja, also ich habe mich damit dann befasst und war gleich Feuer und Flamme und habe mir viel Sachen angehört, diesmal mehr angehört als gelesen, also als Recherche. Und es gibt auch ein Buch oder mehrere Bücher darüber, die habe ich jetzt aber nicht gelesen. Also ist ja alles gut, in Ordnung. Wir stellen ja nur ein Thema vor, ich muss jetzt hier nicht alles breit erzählen. Ich möchte aber nur mal noch sagen dazu von meiner Seite aus, ich habe mich damit nicht befasst, das heißt, ich bin quasi auch nur Zuhörer und bin sehr gespannt, das ist mal was ganz Neues, dass der andere keine Ahnung hat, worum es geht. Ja. Wollten wir mal ausprobieren. Ich bin sehr gespannt und freue mich darauf und werde wahrscheinlich diesmal nicht sagen können, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht ich wäre, weil ich halt nicht weiß, was auf mich zukommt. Genau. Also bitte, Mrs. Fröhlich, legen Sie los. Ich lege jetzt los. Also es dreht sich nämlich um ein Thema, was jetzt nicht tausende von Jahren zurückliegt, wo man sich nicht erklären kann, wieso, weshalb, warum. Ja. Wer nicht fragt, ist dumm. Es geht darum... Und zwar ist das Thema Missing 411. Das ist so das Topic. Ja. Ist nicht ganz so bekannt, aber durch diese Buchreihe von dem Autor David Paulides bekannter geworden und ja, eine breitere Menge hat sich damit beschäftigt dann. Also es ist mehr an die Menschen herangetreten. Es war sehr unbekannt und wie gesagt, wir befinden uns in Nordamerika und zwar geht es um vermisste Menschen, auch in der heutigen Zeit. Allerdings werden diese Menschen, also seit 1800 circa, ist das so, dass es in amerikanischen Nationalparks zu unerklärlichen Fällen kommt, wo Menschen vermisst werden und keiner weiß, wieso, wer sie gekidnappt hat zum Beispiel, wenn ich das jetzt mal so ausdrücken soll. Also in jedem Nationalpark in Amerika. Genau. Egal wo, also gibt es keinen, nicht irgendwie Yellowstone Park oder sowas, sondern... Keinen bestimmten, es kommt in mehreren Nationalparks vor, dass Menschen verschwinden auf unerklärliche Weise und man nicht weiß, wieso, warum und sie werden Tage oder Wochen später tot aufgefunden. Oh, das ist ja jetzt nicht so toll. Nee, absolut nicht. Also David Paulides hat das alles ja an die Öffentlichkeit gebracht, indem er Bücher darüber geschrieben hat und sich mit den Fällen beschäftigt hat. Er ist ein Ex-
amerikanischer Polizist, hat sich mehrere Fälle rausgesucht und darüber schreibt er in seinen Büchern. Ex-amerikanischer Polizist. Ja, das hört sich irgendwie auch komisch an, oder? Ein ehemaliger Polizist. In Amerika. Ein amerikanischer Polizist. Ja. Ein Ex. Ja, jetzt habe ich dich rausgebrochen, ne? Ja. Der Autor David Politis hat sich, also diese Buchreihe gibt es seit 2012. Es kamen immer wieder neue Bücher über dieses Thema Missing 411 raus. Mhm. Und zwar bis 2019. Ich glaube, ein neueres Buch gibt es nicht. Und er hat vorher schon, um so einen ganz kleinen Spoiler zu geben, was vielleicht eine Theorie sein könnte, wieso Menschen vermisst werden in diesen Nationalparks, auch zwei Bücher über Bigfoot geschrieben. Okay. Weißt du, wer Bigfoot ist, was das ist? Erzähl mal. Ich erzähle jetzt nicht, wer Bigfoot ist. Okay, gut, jeder kennt es. Jeder sollte Bigfoot kennen. Großes, behaartes, menschenähnliches Monster. Tier, was irgendwann mal fotografiert wurde und ein Mythos ist, ob es wirklich existiert oder nicht. Unerklärlich. Ein unerklärliches Genau. Ereignis. So, also wie gesagt, seit über 150 Jahren passieren diese Fälle in Nationalparks in Amerika. Mhm. Menschen verschwinden und es heißt, dass über 1200 bis 1400 Menschen verschwunden sind, die dieses Unerklärliche, also dieses Merkwürdige in den Fällen haben. Also es verschwinden natürlich auch noch andere Menschen, es verschwinden ja ständig auf der Welt Menschen. Mhm. Ne? Aber was jetzt halt so ungewöhnlich ist. Sie werden halt, wie gesagt, entweder tot oder verwirrt aufgefunden irgendwann nach Tagen oder nach Wochen. Sie sind also doch nicht alle tot. Genau, nicht alle sind tot. Und zwar die, die wiedergefunden werden, die noch leben, sind verwirrt. Sie können sich an nichts erinnern. Also jetzt prinzipiell an dem, dass sie in dem Nationalpark... Was mit ihnen passiert ist. Oder allgemein an ihr Leben. Nein, einfach was passiert ist, seitdem sie verschwunden sind. Also ist Filmriss. Also sie wissen noch, dass sie in dem Nationalpark sind, aber dann auf einmal Schnitt Blackout. Und dann wach am... Und dann kommen sie auf einmal verwirrt, laufen sie durch den Nationalpark und werden durch irgendwelche Rangers oder so gefunden, die da arbeiten. Krass, okay. Und es gibt bei allen Fällen gewisse Ähnlichkeiten, die mal zusammengefasst wurden. Und zwar passieren diese ungewöhnlichen Fälle meistens zwischen 14 und 17 Uhr. Okay. Ganz strange. Keine Ahnung. Ich habe auch keine Erklärung für das alles. Ja, es ist auch noch nicht herausgefunden, wieso, weshalb, warum das alles passiert. Wenn Suchtrupps losgeschickt werden, um diese Menschen zu finden, werden ja auch Spürhunde benutzt. Die reagieren aber sehr ungewöhnlich. Also Spürhunde arbeiten ja so, man gibt denen irgendwie ein Kleidungsstück sowas, von den Menschen, die nehmen diese Fährte auf oder also diesen Geruch und alles. Aber die Hunde können damit nichts anfangen. Die spüren einfach diese Witterung der Menschen nicht und kehren einfach wieder an den Platz zurück, wo sie angefangen haben mit der Suche, wo der Mensch verschwunden gegangen ist. Ja. Dann ist es sehr merkwürdig, dass Mutter Natur auch ihren Beitrag dazu gibt, zu der Suche. Die fangen also mit der Suche an und dann, ein paar Minuten später, wechselt das Wetter und es wird stürmisch, ungemütlich und es geht so weit, dass sie die Suche abbrechen müssen. Okay. Ist ja schon ein bisschen spooky. Sehr Eigentlich spooky. Sind die Creepy-Themen oder die Spooky-Themen meine Sache. Ja. Weil die auch mal sehr spooky sind. Ja. Piri also bleibt die Suche natürlich, also die Suche bleibt natürlich erfolglos dadurch. Und dann passiert es halt, dass auf einmal entweder ein Wanderer, ein Spaziergänger oder jemand, der sich in diesem Nationalpark aufhält und irgendwo langläuft, auf einmal entweder die Leiche entdeckt oder halt, wie gesagt, der Mensch auf einmal verwirrt durch die Gegend rennt. Okay. Vielleicht gehen die in so eine Art Portal. Ja, das ist halt alles sehr merkwürdig. Noch ein paar weitere Sachen. Und deswegen kann der Hund halt das nicht schnüffeln, weil der halt... Genau. Du gehst halt irgendwo durch und dann bist du halt weg. Genau, es gibt nämlich ein paar Beispiele. Und zwar, da wollte ich eigentlich später drauf kommen, aber ich sag's dir jetzt schon mal. Da läuft eine Gruppe, Freunde, läuft durch den Nationalpark. Einer läuft ein bisschen vor, die anderen unterhalten sich, gucken, wo der ist und auf einmal ist der weg.
Siehst du? Also es ist nicht so, dass er sich weit von einer Gruppe entfernt, sondern es ist wirklich so, als ob die Erde ihn verschluckt auf einmal. Vielleicht ist es halt so ein Portal, was für uns Menschen nicht sichtbar ist, sondern für wen auch immer sichtbar ist. Und deswegen passiert es aus Versehen. Und die haben dich vielleicht speziell so eine Nationalparks genommen, damit sie halt, du kannst ja nicht in der Innenstadt, du kannst ja nicht am Potsdamer Platz in Berlin, kannst ja nicht so ein Portal hinstellen. Da kommen wir dann. Aber wer? Ja, das ist wieder die Frage. Das wissen wir ja bei unserem Podcast sowieso, wer das sein kann. Da gibt es ja nur einen. Genau, da gibt es auch nur Theorie von, dass es eine unsere Freunde aus dem All waren. Unsere guten Freunde aus dem All. Eine weitere Sache, die wirklich bei allen Fällen ist, die Vermissten oder die leider gestorben sind, sind alle unbekleidet. Nackig. Nackig? Nackedeist? Also wie bei Terminator. Wenn du durch die Zeit reist, musst du nackig sein. Und sie sind unverletzt. Und das ist doch gut. Also es wurde ihnen halt nichts tot, ne? Zugefügt. Ja, vielleicht ist es bei den Leuten, die tot gefunden werden, haben die das einfach nicht gepackt. Also weißt du, wie ich meine? Dass das Gehirn vielleicht einfach überlastet war. Ach so, und so eine Art... Und die haben diesen Portalschritt nicht, das hat der Körper, das Gehirn nicht verarbeiten können und sind dadurch gestorben. Das kann sein, aber jetzt kommt noch eine weitere Sache. Ich bin gespannt, was du dazu sagst, zu den toten Fällen. Die liegen ja dann irgendwo, die Leichen, und neben ihnen liegt ihre Kleidung gewaschen und ordentlich hingelegt. Das ist crazy. Das ist richtig gruselig. Das ist ja richtig, sehr gruselig. Das ist ja richtig abgefuckt. Also Entschuldigung bitte für meine Wortwahl, aber das ist abgefuckt. Stell dir mal vor, du läufst durch so einen Nationalpark, findest jemanden, der tot auf dem Boden liegt, nackt, und daneben ist seine Kleidung frisch gewaschen, gebügelt und zusammengefaltet neben gebügelt ihm. Hast du jetzt gesagt, das habe ich nirgendwo ich gelesen. Ich wollte das nur ein bisschen ausschmücken. Ja, du verschönern. Weißt, ja, so wie Gandalf sagt, schöne Geschichten verdienen es, ausgeschmückt zu werden. Ach ja? Ja. Weiser Mann. Sehr weiser. Deswegen heißt er auch Gandalf der Weise am Ende. Ach ja. Aber das ist ganz... Also der heißt der Weise? Ich dachte, der heißt der... Graue, ne? Das heißt dann Weiße, ja, die Farbe. Ja, ich weiß, dass es die Farbe ist. Oh, jetzt habe ich hier den Herr der Ringe-Freak übertönt. Ja. Egal. Da liegt die Kleidung daneben. Und was viele... Was soll denn der Grund dafür... Also das ist Das weiß man nicht, aber viele... Sorry, dass er tot ist, dass er den Schritt durchs Portal nicht geschafft hat, wenn wir jetzt mal von dem Portal-Ding-Theorie ausgehen. Aber hier ist seine Wäsche frisch gewaschen und zusammengefaltet. In so einer Art gehen die Menschen, die sich damit beschäftigen, davon aus, dass dieses Hinlegen der Kleidung so eine Art gewisse Reue oder Entschuldigung zeigen soll, dass es ihnen leid tut und sie ein schlechtes Gewissen haben. Aber also, die Kleidung gibt sie zurück. Also denn lieber ein Lottoschein, wo ich weiß, der nächste Lottogewinn ist meiner mit dem Sechser im Lotto. Bringt mir den Menschen zwar auch nicht lieber, aber ist besser als frisch gewaschene Wäsche. Ja, ist auch ein Andenken an den Menschen für die Verwandten und Lieben zu Hause. Das heißt, wenn ich also tot im Wald gefunden werde, sagst du, ach, wenigstens ist die Wäsche gemacht. Na, ich würde mich freuen, in deine Wäsche noch zu haben. Ja, super. Hast ja auch zu Hause denn keine von mir. Ja, stimmt auch, aber... Das ist ein bisschen, also die Geste müssen wir erstmal lernen zu verstehen. Ja. Vielleicht ist es bei denen was anderes, vielleicht ist es bei denen was ganz Krasses sozusagen, dass du sagst... Was Heiliges? Ich wasche deine Wäsche und ich falte sie sogar zusammen, das ist so... Vielleicht finden die Wäsche ja auch ganz heilig, weil sie ja, wenn man jetzt an das typische Bild von unseren Freunden aus dem All denkt, dann sind die ja meistens unbekleidet. Aber ganz ehrlich, wenn die Möglichkeit haben, so ein Portal zu erschaffen, dann müssten die doch eigentlich auch so intelligent sein, dass sie uns A kennen, in- und auswendig, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich dann denken, ey, die ziehen halt nur Klamotten an, damit die nicht nackig rumrennen, unsere Spezies... ist dem uns ist es egal, ob wir nackig sind, wenn dem denn so ist. Aber denen ist es wichtig. Und uns scheint es wichtig, aber als ob die dann sagen... Aber dann können sie die auch wieder anziehen und nicht nackig da liegen lassen. Naja, guck mal. Oder nackig zurücklassen als Verwirrten, weil da wird die Wäsche ja nicht gefunden. Der trägt die ja nicht in der Hand. Es gibt ja auch diese Theorie, dass die mit einem Experimente machen. Ja. So, nehmen wir mal davon aus, vielleicht ist es so, dass die dich dann wirklich... ausziehen oder du dich ausziehen sollst, damit die dich abchecken können. Heißt jetzt nicht immer, dass die dich, ne,
Nein, ernsthaft? Ja, davon gehe ich aber nicht Nein, aus. Nein, ich kann mir eher daran vorstellen, dass sie einen abhorchen. Proben vom Körper nehmen oder Blut abnehmen oder irgend, keine Ahnung, was sie da machen. Reflexe testen. In MRT oder weiß ich nicht. Stromschläge verabreichen, um zu sehen, wie das Gehirn schaltet. Sehtest, irgendwas. Und dass sie dafür deine Kleidung halt ausziehen muss. Aber dass sie die dann zurückgeben, ich weiß es nicht. Das ist eine ganz komische Aktion. Das finde ich ganz, glaube ich, das Verwirrendste, was ich jemals gehört habe von diesen unerklärlichen Dingen. Dass der tote Körper liegt und daneben ist die frisch gewaschene, gefaltete Wäsche. Das ist crazy. Ja. Die Todesursache ist übrigens auch meist ein Rätsel. Man kann später nicht feststellen, woran dieser Mensch gestorben ist. Man kann es halt nicht exakt ermitteln. Und was auch sehr merkwürdig ist, was der David Paulides dann auch in seinen Büchern ein bisschen kritisiert, und nicht ein bisschen, ich weiß nicht, ich habe die Bücher noch nicht gelesen, habe es vor, dass die Behörden relativ untätig bleiben. Also selbst bei solchen Sachen würde man ja denken, okay, da schaltet sich das FBI oder irgendwas ein. Das FBI hat sich nicht damit befasst und die nationale Parkverwaltung beschäftigt sich auch nicht damit. Die, wenn jetzt eine Gruppe von Menschen zu den Rangers in den Park kommt und sagt, ja, hier auf einmal verschwunden, dann, wie gesagt, machen die Suchtrupps und hier und da. Aber es wird nicht weiterverfolgt. Es wird jetzt kein richtiger Fall aufgenommen und es wird jetzt nicht über Jahre hinweg geforscht, was da passiert sein könnte. Das findet er halt auch sehr merkwürdig, dass da nicht weiter ermittelt wird. Und die Behörden handeln allgemein seltsam auf diese ungewöhnlichen Fälle. Weil es auch so ist, dass manchmal die Verwandten oder die Lieben der vermissten Person erst Tage später informiert werden. Ja, informiert werden. Aber wenn ein Mensch vermisst wird, dann wird man ja eigentlich noch am selben Tag oder so, tritt man in Kontakt mit irgendeiner Behörde. Sollte man machen, ja. Weil ja ein Fall aufgenommen werden muss und eine Suchaktion gestartet werden müsste. Ja. Also wie gesagt, es ist so, als ob ein Hund verschwindet. Die Rangers gehen mal ein bisschen kilometerweise durch so ein ich meine, man muss mal sich überlegen, wie groß diese Nationalparks auch sind und was die für Gebirge auch haben innerhalb dieses Nationalparks. Ja. Weil, da komme ich nämlich auch zu dem nächsten Thema. Es ist so, eine Familie hat da Picknick gemacht, ein zweijähriges Kind mit dabei, die Mutter oder so dreht sich um, auf einmal ist dieses Kind weg. Es ist nicht weggerannt oder so. Es ist wirklich in einem Spielraum gewesen, wo die Familie zusammen Picknick gemacht hat. Und was halt auch sehr ungewöhnlich ist, dass auch vermehrt Kinder verschwinden in diesen Nationalparks. Und dieses eine besagte Kind verschwindet und wird Tage später in tausenden Metern Höhen auf einem Berg gefunden, unbekleidet. Die Wäsche liegt daneben. Auch bitte nicht tot. Tot? Ab sofort könnt ihr den Tellerrandwanderer-Merchandise erwerben. Wählt zwischen dem Logo und dem Schriftzug und gestaltet euch eure T-Shirts, Pullover, Tassen, Thermobecher, Jutesäcke und vieles mehr einfach selbst. Den Link findet ihr ganz oben in der Beschreibung dieser Folge. Schaut doch mal rein. Oh. Und die Füße sind so abgelaufen, bis auf die Knochen, das ganze Fleisch ist abgelaufen. Und das passiert auch öfters bei denen, die tot gefunden werden. Die werden Kilometer entfernt in einer gewissen Höhe auf einmal gefunden, wo du eigentlich nur mit so einer Bergsteigeruniform hochkommen kannst. Und bei diesen Menschen, die so hochgefunden werden, geht man davon aus, dass die durch Erschöpfung gestorben sind und durch Unwissenheit. Also weil man Höhenkrankheit und so. Ja, und man weiß ja auch nicht, wenn man Tage oder Wochen später gefunden wird, dann denkt man ja, okay, der muss sich ja irgendwie am Leben gehalten haben. Aber kleine Kinder kennen sich ja in der Wildnis nicht aus. Sie wissen ja nicht, was sie essen können oder wie sie überleben können. Ja. Und das ist halt auch so seltsam. Aber wirklich die Füße so weit abgelaufen bis auf die Knochen, da war keine Haut mehr, kein Fleisch, gar nichts. Ja, und solche Fälle beschreibt dieser Autor halt in seinen Büchern. Die verwirrten, vermissten Menschen, die dann irgendwann wieder auftauchen, die haben halt, wie gesagt, auch keine Kleidung an. Wie eine Art Blackout beschreiben sie es. Sie können sich an nichts mehr erinnern. Man kann halt nur
feststellen, dass sie kilometerweit von ihrem ursprünglichen Ort, wo sie halt zuletzt waren, entfernt gefunden werden auch. Und die einfach komplett fertig mit ihrer Welt sind und verwirrt und sich an nichts erinnern können. Hat man bei denen irgendwie mal so Bluttests gemacht oder so? Ob man da irgendwas im Blut gefunden hat? Irgendwas, was vorher vielleicht noch nicht da war? Darüber konnte ich nichts lesen. Okay. Es gibt auch Fälle, wo irgendein 32-jähriger Mann ist halt auch verschwunden in dem Nationalpark. Der ist da geklettert oder hat irgendwas gemacht. Der ist halt auch verschwunden. Und dann ein paar Tage später war eine Voicemail auf dem Handy seiner Frau. Und die fing so an, dass fremdartige Töne zu hören waren. Und auf einmal Schreie waren mit Stop it, stop it, also aufhören, aufhören. Und danach war auf einmal Stille. Das ist ja ganz toll. Super, oder? Ja. So eine richtig schöne Gute-Nacht-Geschichte. Und kam der wieder? Nee. Da hat man den gefunden? Noch nicht? Nee, weiß ich nicht. Keine Ahnung, habe ich jetzt nicht weiter gelesen. Oh Mann. Und viele, also es gibt mehrere Fälle, wo die Angehörigen solche komischen Voicemails erhalten haben. Ja. Also es gibt mehrere Theorien, was das sein könnte, was im Raum steht. Und zwar natürlich Entführung durch UFOs. Ja. Illegalen Schnapsbrennern. Keine Ahnung. Hä, okay. Ich konnte jetzt auch nichts weiter finden, die was denn diese im Theorie dir erklärt. Die Kleidung machen oder was? Ja. Okay, ich muss jetzt Wäsche waschen. Ja, Bigfoot natürlich, weil David Politis ja selbst ein Buch darüber geschrieben hat. Er soll sich auch mal mit Aliens befasst haben. Er wird halt sehr stark auch kritisiert, dass das halt Unfug alles ist, was er schreibt und was er sich da ausdenkt. Gerade weil er auch diese zwei anderen Themen schon veröffentlicht hat. Irgendwelche Militäraktionen, dass das Militär da mit drin steckt und irgendwie Menschen wegcatcht und mit denen irgendwas anstellt. Also kann ich mir nicht vorstellen, dass das Militär dann so ordentlich ist und die Kleidung zurücklegt. Also, oder das ist so ein super Plan, so von wegen, wir machen sowas richtig, wo alle denken, das ist zu krank. Ja. Und wir machen das dann mit der Wäsche. Aber ach so. Ich glaube eher, dass sie das vielleicht wissen, was da abgeht und das vielleicht so einen. Genau, das ist auch meine. Gehört zum Vertrag. Meine Theorie, dass die Rangers oder irgendwelche Behörden wissen, was da ist und es halt versucht wird zu verschleiern. Deswegen forscht man auch nicht weiter oder gibt den Angehörigen dann keine weiteren Informationen. Menschenhändler? Weiß ich jetzt auch nicht, ob die dann so... Menschenhändler verkaufen dich doch und deswegen, dann bist du halt weg und tot. Die töten halt nicht oder lassen dich verwirrt zurück. Quatsch. Also das finde ich auch Quatsch. Die Mafia... Auch Quatsch. Finde ich jetzt auch nicht so. Als so eine Mafia mit einem zweijährigen Kind. Ja. Quatsch. Ja, vor allen Dingen wirklich, dass mehrere, also vermehrt auch Kinder halt vermisst werden. Warte mal, ist in der Wäsche eigentlich die Portemonnaie, Handy, Schlüssel und sowas? Ist es da mit drin? Nee. Also, okay. Es wird immer nur über Kleidung geschrieben. Okay. Pharmaindustrie. Was ich schon wieder ein bisschen realistischer finden würde, dass die halt irgendwelche Medikamententests mit den Menschen machen und auch bei Kindern halt, weil deren Gehirn noch nicht so weiterentwickelt ist wie unser Erwachsenes und dann die Menschen halt so verwirrt sind durch diese Drogen. Aber da gibt es doch so Testmenschen. Da kriegst du $150 oder so, schluckst du eine Tablette und sollst dann berichten. Ja, aber wer weiß, nicht jeder kriegt für eine Studie auch seine Testperson. Ja, aber du musst ja, keine Ahnung. Finde ich auch zu hoch jetzt das Thema, zu weitläufig. Ich finde es ein bisschen, nee, daran glaube ich nicht. Ja, also und Bigfoot wäre jetzt, glaube ich, auch nicht so derjenige, der die Kleidung ordentlich zurücklegt, der würde die vielleicht essen. Bigfoot hat dann bei sich im Wald eine Waschmaschine, macht ein bisschen Weichspüler rein, ein bisschen Spee. Ja. Und dann auf geht's. Ja. Nee. Also wir sind ja keine Verschwörungstheoretiker. Nee. Aber ich glaube wirklich an irgendwas Übernatürliches in der Sache auf dieser Fälle. Ja. Ich finde das, die Theorie mit dem Portal finde ich wirklich sehr interessant. Ja, es sind Fälle, die protokolliert sind. Genau, gut, dass du das sagst, dieser David Politis, der wird halt harsch kritisiert, aber er kann halt wirklich
alles belegen. Durch Polizeiberichte, durch Behördenberichte, durch irgendwelche anderen Dokumente, was er auch in seinen Büchern aufzählt, dass er, also ist, diese Fälle sind zu 100% so passiert. Okay, krass. Da haben wir doch mal was Unerklärliches, was aber trotzdem irgendwie Fakten beinhaltet, sozusagen. Ja. Und ich finde es ganz spannend, weil es in die heutige Zeit auch reingeht. Also wenn man sich mal überlegt, seit dem 18. Jahrhundert passieren diese unerklärlichen Fälle. Mhm. Und es gibt bis zu 1400 Fälle. Wenn man das jetzt mal hochrechnet, wären das so 6 Fälle pro Jahr. 6 Fälle pro Jahr? Ja. Das ist ordentlich. Oder? Ja. Da fragt man sich doch, gehe ich jetzt nochmal in den Nationalpark oder nicht? Also ist jetzt sehr touristenschädigend, aber... Ja, bin ich einer der 6? Vor allen Dingen, wenn ich mit meinem Kind da hingehe, also... Wenn vermehrt auch Kinder... Musst du dich an dein Kind rangurten. Ne, festhalten am besten. Umschneiden. Weil es wird ja wirklich, also wie, du musst dir das vorstellen, das Kind läuft vor dir und auf einmal boom, weg. Nee, das will ich mir nicht vorstellen. Also nicht boom, aber auf einmal ist es weg. Du siehst es und dann ist es nicht mehr da. Du weißt ja auch nicht, was du machen sollst, wo du hingehen sollst oder irgendwas. Naja, ich weiß ja auch nicht. Ich glaube, ich würde mich übergeben oder so, weil das so... Kind weg und dann auf so eine komische Art und Weise, weil ich es ja gerade eben noch gesehen habe. Das ist. Also vor nicht meinem schön. Auge verschwindet mein Kind. Das ist wirklich, als ob es weggebeamt wurde. Nee, das möchte ich nicht. Nee, ich möchte das auch nicht, aber. Also, wir werden niemals in Amerika. Wenn wir mal in Amerika sind, soll. Habe ich dich jetzt überzeugt, danke. Ja. Ich möchte nicht. Mhm. Also, es gibt natürlich auch noch andere Orte auf der Welt, wo unerklärliche Dinge passieren, wo Menschen verschwinden. Es gibt irgendwo in, ach, was war denn das nochmal? Irgendwo im asiatischen Raum gibt es auch Gewässer, Seen, wo es total merkwürdig ist, dass da geht man schwimmen und dann wirst du auch wie weggesaugt und dann ist dieser Mensch weg. Genau, und also es gibt, wie gesagt, diese Buchreihe über die Missing 411-Fälle und jetzt gibt es auch eine Doku bei Prime Video. Ja. Missing 411 Haunting Haunted oder so. Habe ich auch noch nicht gesehen, muss ich mir auch noch angucken. Oder war das bei Netflix? Haben wir das da nicht gesehen? Ja, irgendwo habe ich dieses Bild gesehen. Das ist so bräunlich-weiß und dann von hinten 2 Menschen oder ein Mensch zu sehen, so als Schatten, schwarze Gestalt. Aber wo du gesagt hast, dass es noch in anderen Orten oder in anderen Orten auch passiert. Auf der Welt, ja. Auf der Welt. Habe ich mich, eben wo du es, ich wusste ja nicht, worum es geht bei dem Thema. Und als du dann angefangen hast, habe ich mich an etwas erinnert, was ich auch mal gelesen habe. Also darf ich doch sagen, ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Es ist doch passiert. Und zwar in Irland gibt es einen kleinen Ort, wo es einen kleinen Bach gibt. Und da ist eine kleine alte Steinbrücke. Ja. So eine richtig, so eine Märchenbrücke, weißt du, so aus kleinen, dicken Steinen, die dann so bup, 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 bup. Ja. Nicht so was High Society-mäßiges, sondern wo du halt ganz, rüberlaufen kannst, so eine ganz kleine Brücke halt. Und dort soll es, kein Spaß, auch da unter der Brücke kann man sozusagen, wenn man da durchläuft. Ja, aber die ist jetzt nicht breit, das ist bestimmt so eine schmale. Ist so eine ganz schmale, kleine. Soll man auch durch eine Art Portal kommen? Das gab es im Mittelalter sehr viel und da ist alles grün. Es sind nur Kinder dort. Und wenn ich durch dieses Portal durchgehe? Wenn du durch das Portal durchgehst, sind da nur Kinder, die alle grüne Haut haben, so moosähnliche Haut und ein Kind. Kleine Yodas. Nee, das ist ja nicht richtig wie Moos. Also nicht nur die Farbe, sondern auch... Also so wirklich wie in so einem Märchen. Wie eine Märchen. Und es soll auch mal ein Kind da durchgegangen sein, durch dieses Portal und soll hier auf unserem Planeten denn irgendwo verschwunden sein. Naja, klar, wenn es durchs Portal geht, dann ist es nicht mehr auf der Erde. Und seitdem, nee, das Kind kam aus dem Portal raus. Ach, das Moosbe, also ja, dieses moosbefleckte Kind kam durch das Portal auf unsere Erde, also auf unsere Welt. Ja. Und dann? Ist verschwunden. Oh nein. Es ist da irgendwie durch den Ort gelaufen, und wurde von ganz Angst hier von in der vielen Welt. Gesehen und ist dann irgendwie verschwunden. Und das Portal konnte man seitdem auch nicht mehr nutzen.
Also es gab wirklich Leute, die sich getraut haben, da reinzugehen. Weil es verkehrt herum wahrscheinlich. Ich glaube ja, Portale gehen immer nur in eine Richtung. Da muss man durch ein anderes Portal, um wieder zurückzukommen. Ja, und die auch durchgegangen sind, kamen auch nicht mehr wieder. Weil die das andere Portal wahrscheinlich den Ausgang nicht gefunden haben. Nee, warte mal. Ein paar kamen wieder, die dann auch erzählt haben, dass da alles grün ist. Alles grüne Kinder und diese Moser, die haben das erzählt, berichtet. Und alle haben das Gleiche auch erzählt. Aber was glaubst du denn, was das ist hinter diesem Portal? Eine zweite Dimension oder? Ich glaube, du kommst einfach auf einen anderen Planeten. Wie? Also so einfach? Ja. Ohne irgendwie 2 Jahre zu fliegen oder so? Ja. Muss ja jetzt nicht ein extrem weit entfernter Planet sein, aber du kommst da irgendwo hin. Oder kann ja auch sein, dass es im Erdkern dieses Planetens hier irgendeine Welt gibt. Das ist ja auch, wird ja auch gemunkelt. Ja. Dass wir in der Erde sozusagen im Erdkern soll auch irgendwas sein. Ich dachte immer, der Erdkern ist so heiß. Du frag mich nicht. Ich kenne mich damit auch nicht aus, okay. Ich habe das nur gelesen und gehört. Ja. Und fand die Geschichte eigentlich ganz cool. Okay. Und jetzt, wo du das erzählst mit diesen Portalen, kann das wieder realistisch sein. Ja. Ob das denn... Ich meine, ich bin ja selbst zu 12% Ire, wie wir wissen. Also genauso wie du auch zu irgendwie 4% Grieche bist, aber ja. Vollblut-Ire quasi. Mhm. Glaube ich, dass es eventuellerweise wirklich stimmen könnte. Und nicht wie andere sagen, so von wegen, da waren die Iren mal wieder betrunken und haben irgendwelche Geschichten erzählt. Ja. Weil es halt auch irgendwie, es gab, glaube ich, sogar auch richtig Dokumente, also so Berichte über dieses Kind, was man gesehen hat. Weil das soll halt wirklich komisch ausgesehen haben. Also es sah halbwegs menschlich aus. Ja. Und so halt so 12 Jahre alt oder so. Hm. So das Alter. Und halt diese Mooshaut, diese grüne Mooshaut. Sehr schräg. Ja. Ja, es gibt ja auch viele Gewässer, Seen, überall auf der Welt. Auch im asiatischen Raum gibt es irgendwo einen See, der soll auch so eine komische Eigenschaft haben, die Menschen zu verschlucken. Toll. Mhm. Mehrere. Ich glaube, auch in Afrika oder so gibt es auch noch einen. Und da werden mehrere natürlich Geschichten drüber erzählt, was diese Seen machen, tun, warum sie diese Menschen einziehen oder verschwinden lassen. Ist auch ganz interessant. Ja. Ja, das so viel erstmal dazu. Was denkt ihr denn? Was ist denn eure Meinung? Glaubt ihr an Portale? Dass es sowas gibt wie ein Portal? Ich glaube, wir gehen aus der Folge raus mit der Fragestellung, gibt es Portale? Das finde ich sehr schlüssig, die Idee. Ja, ich meine, wir hatten... Komisch, dass noch keiner bezüglich Missing 411 darüber geredet hat. Eben. Es gibt ja auch noch, wir kommen ja auch noch zu einer Folge Stargate, also das Sterntor von Peru. Da ist es ja auch, da wird ja auch von einem Portal gesprochen. Mhm. Also es gibt mehrere Geschichten und Orte, wo man von einem Portal spricht. Dass dort sie nennt es ja immer die Götter, dass die Götter da gereist sind. Dadurch auf die Erde gekommen sind. Ja. Dass sie gar kein Flugobjekt brauchten, sondern halt dieses Portal nur. Ja. Und dass sie diese Flugobjekte benutzen, sie wahrscheinlich, um quasi hier intern quasi auf dem Planeten auszukundschaften, hin und her zu reisen, wie wir unsere Flugzeuge benutzen und Helikopter, Autos, was auch immer, haben die halt die Technik zu sagen, wir machen das so und wenn wir zu unserem Heimatplaneten oder wo auch immer hin wollen, haben wir hier Portale und da gehen wir dann durch und fertig. Ja. Vielleicht ist es auch eine Sache, die wir gar nicht mit unserem Auge sehen können. Weißt du, was ich meine? Nein, das glaube ich auch nicht, dass man das sehen kann. Dass es irgendein Element ist. Warum wird denn in voll vielen Fällen, wenn da irgendwas mit Portalen ist oder so, entweder ist es so verschwommen oder es ist so einsaugend. So ein Wassereffekt-Ding. Genau, genau. Ich muss immer an das Portal denken, was hier, den ich nicht mag, den Zauberer aus Avengers. Ach, Benedict Cumberbatch. Ja, aber wie heißt er denn in dem Film? Dr. Strange. Ach ja, der macht doch dieses mit diesen Bällen mit diesen Kreisen. Finde ich ganz cool. Und irgendwoher müssen sich ja die Filmemacher diese Ideen eigentlich... Also der das erste Mal ein Portal in einem Film... Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Also ich frage mich immer, die Menschen können ja nur etwas darstellen, so wie ich es schon öfters gesagt habe, was sie schon mal entweder gesehen haben oder
aus Erzählungen kennen, weil das über Generationen weitergegeben wurde. Ja. Ich meine, welcher Mensch kommt denn auf die Idee, ach, es könnte ja ein Portal geben? Ja, also das sowieso. Genau das gleiche wie mit Star Wars, den Todesstern, ne? Ja, stimmt. Dass man, da wird ja auch gemunkelt, dass es eventuellerweise von unserem Mond kommt. Von unserem Mond? Der Todesstern soll der Mond sein? Mhm. Ah. Aber ich glaube, das geht doch mehr... Wie grausig das denn, der Mond? Ich glaube, das geht dann doch eher in die Richtung Verschwörungstheorie. Ja. Also, obwohl, ich weiß jetzt nicht, was daran Verschwörungstheorie ist. Ich sage jetzt nicht, dass irgendwie die und die Staatsgewalt dahinter steckt und die Pläne hat und das gemacht hat damit, weißt du? Ja. Sondern es gibt halt die Theorie, dass der Mond eine Raumstation ist. Ja, stimmt. So. Und der Mann im Mond, wie wir es unseren Kindern beibringen. Der Mann im Mond, so. So wie bei der Truman Show. Also, warum nicht? Ja. Aber darum geht es ja nicht. Ja. Aber das ist auf jeden Fall wild. In Nationalparks sind also irgendwelche Wurmlöcher, Portale, was auch immer, wo du halt verschluckt wirst. Oder vielleicht haben die auch so einen Beamerstrahl. Weißt du, wie ich meine? Ach so, die strahlen dich an mit irgendeinem Ding. Kann ja sein, dass da irgendwie gerade Bob lang fliegt. Du wirst so eingesaugt in Bob diesen Strahl. Bob fliegt da lang mit seiner Tarnfunktion. Aber den würde man sehen, oder? Bob fliegt da lang mit seiner Tarnfunktion in seinem Raumschiff. Das heißt, wir sehen da gar nichts, weil das ist unsichtbar. Hat er den Knopf gedrückt, dass ihn niemand sieht. So, und dann guckt er und sieht, aha, da ist halt gerade jemand. Der sieht ja interessant aus. Den will ich mir mal angucken. Dann drückt er auf den Knopf und dann macht das und dann bist du weg. Ja. Aber warum nehmen die Kinder? Das weiß ich nicht. Weil die halt anders noch sind als wir Ausgewachsenen. Die sind halt in der Entwicklung. Ja, ich finde es ganz grausig. Ganz, ganz schlimm. Also nur zur Info, wir haben selbst ein Kind. Deswegen finden wir das, ich vor allen Dingen, und ich finde es nicht schön, dass du das überhaupt erzählt hast, weil ich sowas mir immer nicht mehr anhören kann. Ja, aber wir müssen auch mal was anderes erzählen, außer die ganzen Ja, ist ja auch in Ordnung. Aber da hättest du hier mal was anderes noch aussuchen können, ohne mit dem Kind. Ich wusste das vorher auch nicht, dass so viele Kinder da vermisst werden. Danke für diesen schönen Tipp. Ja, an die unbekannte Person da draußen. Ja, ganz schlimm. Mit Kindern ist ganz schlimm. Aber ja, warum? Also, ich finde es auch schlimm, dass die Füße bis zu den Knochen abgelaufen waren. Oh, grausig. Und wenn ich dann... Also, wenn dann gesagt wird, dass es vor Erschöpfung einfach nicht mehr konnte und umgekippt ist. Wenn es einen Berg alleine hochlaufen muss, ja, also wo eigentlich Menschen mit Ausrüstung nur hoch... Also, wie funktioniert das? Also, erstmal... Es auch stürzt doch, kann so leicht abstürzen oder gibt es dann einen kleinen Pfad auf einmal? Ich meine, unser Kind ist jetzt 5. Wenn ich mir vorstelle, dass unser Kind mit 2 Jahren einen Berg hoch, also das hätte gar nicht geklappt, also verstehst du, was ich meine? Das geht, also, hä? Und dann Essen, die Luft, das die ist Kondition. Aber wieder widersprüchlich der Theorie gegenüber. Die Höhe auch auf dem Berg. Dass irgendwelche Forschungen an dem Körper vorgenommen werden. Weil was hat das Laufen zu tun mit Erforschen? Weißt du, warum müssen die so viel laufen? Das ist halt... Hat man denn bei den anderen auch irgendwas? Es sind immer ohne Schuhe auch. Die müssen immer ganz viel laufen. Ich mag Laufen schon mal gar nicht so viel. Ich würde es ja ganz schlimm finden, warum muss man denn laufen? Ich weiß auch nicht. Oder testen die, wie weit ein Körper aushält? Ach, und wenn du dann... Ohne direkt bei Bewusstsein zu sein? Dass die sagen, schönen guten Tag. Die schalten irgendwas im Gehirn ab. Du musst 120 Kilometer laufen. Entweder, ach, mehr. Entweder packst du das oder du bist halt tot. Und dann fängst du an. Und dann schicken wir dich zurück. Und warum nackig? Ich weiß es nicht. Es ist... Oh Gott, aber es ist wirklich unerklärlich. Es ist ein richtig gutes Thema, muss ich sagen. Ja. Es ist aber auch ein Thema, wo du denkst, ich mach mir gleich in die Buchse. Nationalparks sind gestorben für uns. Komm auf die Liste. No-Gos. No-Gos. Schön Buchsenthema hier. So, gut. Dann, vielen Dank für dieses schöne Thema. Wie gesagt, schreibt uns andere Themen. Ihr seht, wir beschäftigen uns damit. Ja. Und bauen es in der einen oder anderen Folge ein. Ich glaube, das wurde sogar auf Instagram wurde es geschrieben, ne? Ja.
Ja, unter einem unserer, unter unserem ersten Beitrag, glaube ich. Ja, also wenn ihr neugierig seid, schaut mal nach. Ja. Dann wisst ihr, wer es geschrieben hat. Und dann könnt ihr euch bedanken. Danke für dieses unglaubliche Thema. Es war so spannend. Ja. Und unerklärlich. Sehr unerklärlich. Und nochmal zu einem anderen Thema. Wir haben mehrere Rückmeldungen bekommen, dass es schade ist, dass unsere Folgen immer so kurz sind. Wir hatten eigentlich den Plan von Anfang an, nicht eine Stundenfolge oder eine Dreiviertelstundenfolge zu machen, weil wir uns vorgestellt haben, dass man unseren Podcast zum Beispiel auf dem Arbeitsweg hört oder... Wir dachten halt immer so, wir kommen halt mit Themen, verpacken die kompakt in 20 Minuten und dann hast du so gut in 20 geben Minuten... Geben einen groben Überblick und die Restarbeit bleibt bei euch. Mehrere Informationen müsst ihr selbst, genau. Hausaufgaben, Bildungsauftrag hier. Genau. Wir schicken euch mit Hausaufgaben recherchiert nach Hause. Ja. Aber dann werden wir das halt in Zukunft jetzt anders machen. Wir versuchen, dass wir länger reden. Ja. Ich weiß gar nicht, ob ich dich so lange reden hören möchte. Ja, danke. Bitte. Aber dann machen wir das in Zukunft. Also ich rede ja gerne und allerdings. Mich ist es absolut kein Problem, länger zu reden. Du wärst ja nicht du, wenn du nicht ich du wärst. Ich wäre ja nicht ich, wenn ich nicht ich wäre. Mrs. Fröhlich hat ja auch die Königsdisziplin Monolog bitte? Erfolgreich absolviert. Ja. Heute? Nein. Ich habe dich zwischendurch immer reden lassen. Ja, ich bin ja froh, wenn ich wenigstens am Anfang Hallo sagen darf. Ja, heute bist du ganz schön früh. Ja, das habe ich auch mit Absicht gemacht. Fand ich aber nicht gut. Ich war noch gar nicht fertig das mit meinem ich Satz. Das habe ich gesehen, dass es nicht gut war. Aber trotzdem, kannst du mal sehen. Nee, das machst du nicht nochmal. Ja, gut. Nein, nicht. Okay. Ja. Ja. Gut, wir versuchen ein bisschen mehr zu reden, ein bisschen länger, damit ihr unsere schönen Stimmen länger hört. Sag mal hier. Ich mag nur eine Stimme. Wir hören uns. Das Schnarchen meines Hundes. Ja. Wir hören uns. Ja. Wir hören uns, wir sehen uns. Wir sehen uns. Dann bis bald. Ja, mach's gut. Bye, bye.